Also die Nachteile können darin bestehen, dass wenn das Center zu groß wird von der Verkaufsfläche und zu viele Parkplätze hat, dass dann die Innenstadt darunter zu stark leidet. Um diesen Nachteil aber von vornherein auszuschließen, will ich ja in eine Richtung einer Größenordnung, die das ausschließt. Eine Größenordnung, bei der kein Besucher in die Versuchung kommt, sich einen ganzen Tag darin aufzuhalten, weil es dafür gar nicht groß genug ist. Und damit wäre der Nachteil, der auftreten könnte, von vornherein gebannt. Und die gesamte Innenstadt würde davon profitieren, so wie umgekehrt das Einkaufszentrum von der Innenstadt profitieren würde. Und der Vorteil einer solchen Entwicklung im Neumarkt liegt auf der Hand, ohne Investitionen. Am Neumarkt kann der Neumarkt nicht besser werden und dass am Neumarkt etwas geschehen muss, darüber sind sich alle einig. Also muss es, da wir nicht Eigentümer der Grundstücke sind als Stadt, muss es darum gehen, mit denjenigen, die Eigentümer sind oder es werden wollen, Konzepte zu entwickeln, mit denen der Neumarkt attraktiver wird einerseits, also als Platz Gestalt gewinnt, attraktiver wird, die Johannesstraße als Fußgängerzone im südlichen Teil davon profitiert. Und gleichzeitig eben auch die Nutzungsmöglichkeiten, die dort bestehen, für Einzelhandel auch genutzt werden können. Und die Kunst wird darin bestehen, den politischen Interessensausgleich hinzubekommen zwischen Einzelhändlern, die schon da sind, zwischen uns, die wir die Stadt entwickeln wollen, und denjenigen, die investieren wollen. Und das heißt im Klartext, es muss einen gesunden Kompromiss geben, der so weit allen gerecht wird, dass einerseits diejenigen, die investieren, auch eine Rendite bekommen, also Geld damit verdienen können, und die Einzelhändler, die schon da sind in der Innenstadt, nicht über Gebühr leiden müssen. Dass es eine vermehrte, verstärkte Konkurrenz gibt, ist klar, aber das ist auch gewollt, denn eins ist klar, gerade wenn ich Menschen ihres Alters frage, dann sagen die mir immer wieder, es fehlen neue, moderne, attraktive Einkaufsmöglichkeiten und mit einem solchen Einkaufszentrum schaffen wir die. Und das bedeutet, dass wir insgesamt als Stadt attraktiver werden für Menschen, die hierher kommen wollen, um einzukaufen, einen ganzen Tag zu verbringen. Das heißt, Sie sind auf jeden Fall für eine Umgestaltung des Neumarkts? Auf jeden Fall. Und Sie möchten das auch gerne in Form von Einkaufsmöglichkeiten machen? Naja, das ist vorgegeben deshalb, weil bei den Gebäuden, über die wir reden, also das alte Wörrgebäude und dieses Gebäude mit den hässlichen grünen Fliesen, sind alles privat, ist alles Privateigentum. Und das Baurecht sieht dort vor die Möglichkeit von Einzelhandel. Das heißt, ich könnte Einzelhandel dort gar nicht verhindern. Will es aber auch gar nicht, weil nur Einzelhandel dafür sorgt, dass eine entsprechende Frequenz in die Stadt kommt und die Investitionen, die notwendig sind, um das äußere Erscheinungsbild zu verschönern, sich auch rentieren können. Niemand investiert ja Geld in Gebäude, ohne mit den Gebäuden Geld verdienen zu wollen. Und deswegen kommt es da auf den Interessenausgleich an.